So, hallo liebe Leute, hier ist der Tommy aus seiner Kammer, berichtet da wieder. Und zwar habe ich heute den Wolle getroffen. Haben sich ja schon einige Leute gefragt, wo ist der wohl abgeblieben. Ich selbst habe ihn ja auch nicht mehr gesehen die letzte Zeit. Und heute habe ich ihn getroffen. Ich hoffe, ihr könnt ihn verstehen. Auf der Kamera ist es ja doppelt so schwierig, weil Windgeräusche, Außenbereich und. Und ich weiß, ich habe nicht das richtige Mikrofon, etc. Ich lade euch trotzdem hier das ganze Gespräch mal hoch, dann habt ihr mal einen Einblick. Imitiert auf alle Fälle. Er freut sich auf seinen Geburtstag, der übrigens am Freitag ist. Am Freitag wird der Wolle 70. Ja, da ist er auch schon verabredet und macht eine große Party da mit seinen Freunden da, irgendwie noch mit seiner Freundin da irgendwo. Also, der ist nicht alleine, habt keine Angst. Da freut er sich schon drauf auf alle Fälle. Und dann gucken wir mal, wann wir ihn das nächste Mal wiedersehen. Hier erstmal das Gespräch mit Wolle heute, was ich führen durfte. Vielmehr, was er mit mir geführt hat. Ne? Hallo. Tada! Ja, lange nicht gesehen, was gibt's da jetzt? Na, Wolfgang, was gibt's neu bei dir? Ich hab vorhin Carsten getroffen. Ja. Ein paar Stelle gesehen. Ach und? Ja, der tut an mir vorbeigerannt. An dir vorbeigerannt? Wieso? Ja, wir hatten eine Stunde und der musste zu, weiß ich nicht, wohin wollte. Keine Ahnung, Tag und wir aus Feiern, weiter weg, weiter ja nicht. Oh. Und wie geht's dir? Ja, danke, gut. Gut? Ja. Oh. Ich war jetzt. In der Kölner Krankenhaus, ich meine, oh, wisst ihr ja. Ja, wieso? Ist doch Peter noch drin? Ja. Baumann, Moment, Licht ist kaputt. Rechte Seite. Licht ist kaputt, rechte Seite, hinten. Ja, was wollte ich denn sagen? Oh, ein grauer Star. Ich hab da nicht verstanden jetzt. Ich sage, hinten ein Rücklicht ist kaputt. Ein Rücklicht hinten ist kaputt, sagt er. Ach so, dann sagt mein Bruder Bescheid. Ja. Hast du gehört? Ja. Die hier neu einstellen lassen, die Geräte. Ah. Oh. Neue, deswegen. Ach so. Ja. Rücklicht geht nicht, ne? Ah? Rücklicht mal das. Rücklicht. Ja. Ah, hinten? Ja, rechts, ja. Rechts, ja. Ja, rechts, ja. Alles klar. Ja. Nee, was ist euch Neues? Na, nicht viel. Keine Ahnung, nicht viel. Nee? Nee. Nee. Nein, ich bin ja. Jetzt bin ich ja zu Hause. Heute und gestern habe ich bisher noch nicht viel gemacht, ehrlich gesagt. Gammeltag. Muss Oma sein. Ja. Und jetzt ich Senf kaufen für meine Frau. Senf? Senf? Ja, ist ja für verlorene Eier. Ja. Ja, für Senfseier. Wo holst du die Senf? Ja, weiß ich nicht, hier vorne irgendwo. Ist bei der Dreh-EK, wa? Ja, wahrscheinlich. Für den Top, wa? Ja. Bei 40 Cent, ja. Bei mir, ja. Ich hab das ja nicht gemerkt. Ich hab den bloß im Sommer hier gemerkt, naja, wie bei euch war sozusagen. Der hat ja dann mit Senf. Guck mal, wenn ich denn ein Männchen vor mir habe, war das wenigste Männchen vor mir gelobt, ja. Ja. Ich dachte dann, am besten mit mir. Der will doch hier zu Hause erst im Hombe, ja, weil die kriegt ja, das ist ein grauer Star. Ja, aber du siehst ja schön klar aus für einen grauen Star. Ja, ich hab ja auch immer, ich konnte ja vorher die linke Seite das Schild oben ja nicht lesen. Und jetzt haben sie schon gemacht? Ja. So schnell das heutzutage? Ja. Ja, ich war vorige Woche, am Montag, war das? Montag haben sie mir operiert, Quatsch, Gespräche gehabt. Ja. So, Dienstag Pause, hat doch schon ein Hund für ein paar Tage, Mittwoch operiert, weiter war ich zu Hause. So schnell ist das? Ich bin mit Taxi gefahren. Ist ja Wahnsinn. Ja. Aber ich war gerade gestern noch zum Augenarzt, habe mich geträufelt, musste ein paar Tage träufeln, mal hin und hallo. Ja. Träufel ein bisschen und dann war ich so toll, dass ich hin. Und nächstes Jahr am 4. Februar, also 4. Oh, 8 Tage, 3 Tage, und dann muss ich wieder hin, das rechte Auge gemacht. Ja, ja. Das sieht man doch aber ja nicht. Muss ja Anfangsstadium sein bei dir da. Ja, ja, ja. Was hat die gesagt? Da haben wir 80%, 90%, 100% ist jetzt Sehkraft. Kann ich jetzt besser wieder sehen. Ja. Ja. Ich krieg ohnehin eine neue Brille. Ja, Mensch. Na, super. Ja, nee, sonst ist alles, ja, sehr viel mehr. Bei euch ist alles tote Hose momentan. Nicht los bei uns. Nicht aufregend, was passiert. Hast du Geschenke alle gekauft? Ja, ich hoffe, meine Frau ist da bei Weihnachtsgeschenke, ist alle da. Ah. Ja, ja. Komm, ich schätze Weihnachtsmann. Nee, ich beschenke Weihnachtsmann. Nee. Alle ganz, ganz locker. Ohne Weihnachtsmann, einfach nur ein riesen Stapel Geschenke, das reicht mir schon.
Jetzt ist schon wieder alle, warte mal. Jetzt ist schon wieder alle, aber wie, ey, sag mal, ich bräuchte schon wieder einen Sommer jetzt, Geld verdient. Ja, so, hallo? Ja, ich muss mal einpumpen jetzt, ich muss daher aber zu meinem Hausarzt gehen, was Tabletten und was, weil die Feiertage, da man mal, dass man Reserve haben, dann sind alle gehen, da wisst ihr ja. Was, wieso? Naschte Tabletten am Feiertag oder was? Nein, nicht über die Feiertage, meine ich jetzt. Na, da hast du. Blutdrucktabletten baut noch, naja, das ist. Brauchst du. Damit die alle sein Dank hat. Na, das ist schön. Ich hab den Wurst, ja. Ich hab den Wurst vorhin gesehen, deine krassen Lippen, der Alkoholpark war jetzt gesehen. Ja. Wo vorher genug war, und dann geht's ja so, ja. Naja, wisst ihr, jetzt ist der Wurst. Ja. Was war deine Wohnung schon fertig? Nee, na, ich arbeite da drin halt, ne? Also wenn ich dann da zu tun habe, setze ich mal hin und arbeite da. Achso, naja, hast du mit Klamotten drin gepackt, mal Sachen. Ja, wisst ihr, ja, ich muss alte Zeug einstellen und so. Ja, nee. Beschreiben und. Alex, du musst ja jetzt auch nachts arbeiten. Ja, wieso? Was wo? Im Laden. Achso. Was wusstest du denn schon? Jetzt sehe ich ja auch nicht. Ich sehe den ja auch nicht. Ja, gut, der vorige Woche noch kurz da. Und da hat er gesagt, was hat da, den Namen wird der jetzt renoviert da. Ja, das weiß ich. Das hat er erzählt, ja. Alle gemacht und getan. Ja, ja, gestern Abend haben wir ja kurz gesprochen, da geklingelt bei mir. Und ich dachte mir zum Geburtstag, Alex, eine große Lampe geschickt. Und die muss gut machen, weiß ich. Zum Ausziehen, wisst ihr, was ich meine? Das ist so, wie das gut wissen, weil ich meine, das ist eine, ja, ich komme von mir wieder ein, wisst ihr, so eine Lupe, eine große Lupe. Ach so. Geburtstags geschickt. Ach, na Mensch, das ist doch gut. Das hat mir so nicht gekostet. Ja, sag. Fuffi. Ja. Oh, von Eschenbach. Eschenbach. Tom, wie der heißt, oder? Das ist ein ganz gutes Ding. Okay. Hat er letzte Woche bei Johanne bei Konrad gekommen. Okay. Wollte er sich ja wohl nicht dunkeln lassen, wie es die man den Licht bauen lassen, also, naja, du weißt ja, wie das ist. Man mit 3 € absprechen, da konnte er wohl nicht getraut. Da dachte ich mir auch, kannst du schweigen, wieso? Das darfst du mir eine Frau nehmen müssen. Ach so, ja. Ja, das wollen wir ja nicht sagen jetzt. Gut, Wolfgang. Dann mach ich jetzt mal los, hol Senf. Hol Senf. Genau. Und ja, schön, dich mal gesehen zu haben. Ja, dich auch, ja. Dann sag mal hier. Ja, ja. Wolfgang, geht's gut, auf alle Fälle. Das ist wichtig. Wenn du mich mal brauchen solltest. Ja. Na, ich weiß Bescheid, dann sag ich dir Bescheid. So, aber wie gesagt, im Moment ist ja nichts. Und nein, nein, wo brauchst du, hinten kann vorher klingeln oder was, wirst du ja. Ja. Oder Telefon hast du ja. Wenn ja, du, guck mal, ich denke im nächsten Jahr wieder ganz normal, dann sehen wir uns, wa? Mal, ja, ja. Wenn was ist, sehen wir zwischendurch. Ja, ja, was machst du Silvester eigentlich? Bist du hier auch? Ja. Guckst du aus dem Fenster? Ja. Silvester, wie du. Dann sehen wir uns aber wahrscheinlich Silvester. Ist ja auch ein paar Tage schon wieder. Silvester ist ja auch ein paar Tage. Ja, ja. Dann sehen wir uns. Ich weiß doch nicht, wenn ich überhaupt mal Weihnachten mit Mikko dieses Jahr allein, dann bin ich immer bei den Afrikanern. Oh. Ach so, und? Diesmal, ja. Diesmal nicht? Nee. Der fährt morgen nach Hause. Der fliegt morgen nach Afrika und Uganda. Ah, okay. Mit der ganzen Familie kommen sie alle mit, ja? Ja, ja. Sein Vater da ist so krank, der kommt aber dritten Feiertag wohl wieder. Und er hat Urlaub, weil er auch eine neue Stellung gekriegt hat. Aber ansonsten, wir sind doch nicht viel weiter wie Weihnachten. Ich mache mir nur nichts. Am Freitag hat Geburtstag, wie gesagt. Und da werde ich mit meinen Freunden essen. Und dann ist der Tag vorbei. Am Freitag? Ja. Hast du Geburtstag? Ja. Na, herzlichen Glückwunsch. Hat sich doch nicht Geburtstag in der Familie bei euch? Ja, bei uns haben sie alle Geburtstag, tausendfach. Aber wer denn noch? Na, ich habe jetzt, mein Sohn hat Geburtstag am 27. Und? Wunderbar, ne? Ja, kann man weiter durchführen. Und habt ihr denn bei den, haben wir gemacht. Rechts haben wir alle gemacht. Ja. Ja. Ist alt weg, alle Bäume weg. Ja, wohl, da einer fehlt noch und so, aber da musst du erst eine Genehmigung holen und dann geht das da weiter, hoffentlich. Also, muss er erst da. Ja, aber wir haben da 9 Bäume weg.
Ja. Nee, warte mal. 8 Bäume. 8 Bäume weg und einer fliegt. Der macht immer ein bisschen. Ach, na ja, ist ja noch. Nee, mäßig, also im Royal. Nee, wo ist mein Kind? Wo ist mein Kind? Ich dachte, ich kann gucken. Wollen wir mal einholen, das machen. Das ist ja so, Thomas. Ich sag mal, alle wollen sie mir helfen. Ja, jeder will mir helfen. Ja. Ist ja teuer, ja. Aber wenn es im Anfang kommt, haben sie keine Zeit. Das meine ich ja. Ja, deswegen sage ich lieber nichts. Ja, und bin dann da, wenn ich Zeit habe. Das ist ja nicht so lange. Dann lieber ja nicht sagen. Der wartet, sitzt da und wartet. Und sagt, nichts. Dann sage ich lieber ja nicht. So, jetzt mach ich mir was zu essen. Und ich mache mir meinen Senf. Ich hol mir meinen Senf. Nehm schnell. Na, mach das. Ja. Und am Freitag machst du dicke Party, ja? Ach, wo? Wo ist denn hin essen? Ich fahre runter nach Weißen See runter. Ach so, zu deiner Freundin? Ja. Na, kann man sehen. Am Freitag hat der Wolfgang Geburtstag, ne? Da müssen wir mal schön alle... Schöne Grüße. Alle, ich sag, oh, ja, machst du große Feier. Und ich sag, Von Wolfgang, wie alt wirst du? Was schätzt du denn? Na, 50. Ne, leg mal das 20 Jahre zu. 70. Nein! Ja, 70! Wolfgang wird 70 am Freitag. Die ersten Geschenke kann ja nicht wahr sein. Die ersten Geschenke habe ich schon. Die ersten Geschenke hat er schon. Ich muss mal gucken, ob der Postbote schon vorbei ist. Wolfgang wartet jetzt jeden Tag auf Geschenke zum 70. Das ist ja unglaublich. Ja, die ersten Geschenke, da kommen morgen oder übermorgen kommen mal welche. Ich bin 40 geworden. Ich dachte, du bist 10 Jahre älter als ich, genau. Ist ja unglaublich. Meine Cousine kommt, schickt wohl ein Paket da. Naja, mal sehen, was da. Da kriegt Unarbeit, naja, mal sehen, was da kommt. Was Bettler muss denn in die Bette gehen? Ja, wir freuen uns wieder, wir nicht geschenkt. Ja, ist doch schön. So. Jetzt hol ich meinen Senf. Herzlich noch. Wolfgang, wir sehen uns, ja? Ja, alles klar. Bis dann. Ja. Ciao, ciao. Ach, na schön, den Oma gesehen zu haben, wa? Ich meine, ein Wolleblock.